Moin, moin, meine Lieben. Heute mal wieder von der Alster. Ja, Skagerrak-Kanal. Ich will heute mal, Mann, ist das kalt. 2 Grad, wir haben fast Anfang Mai, ne? Ich will heute mal wieder mit Futterkörbchen los. Und nebenbei mal so eine auf Grund mit Laufpose. Mit einem Tauwurm rinlegen. Einfach mal so. Vielleicht verirrt sich ja mal ein Barsch. Ja, kann man ja machen. Frisst ja kein Brot. Mann, das sieht hier schon wieder aus. Oh, 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 oh. Ja. So, dann sind wir hier oben eingetrudelt. Gut. Und dann können wir mal auch gleich aufbauen, ne? Jawohl. Ja, so, meine Lieben, alles schon mal vorbereitet jetzt dann. Machen wir schon mal gleich erstmal die erste mit Tauwurm fertig. Wie schon gesagt habe, mal gucken, ob sich mal ein Bärschli verirrt oder sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, das ist sehr kalt, ne? Für Anfang, fast Anfang Mai. Hier 2 Grad, das ist echt. Das ist nicht fein. Überlegt, ob ich nicht auch lieber nur einen halben dran mache. Das ist doch schon ganz schön viel hier für den kleinen Haken. Naja, okay, versuchen wir mal. So, Tiefe habe ich hier schon eingestellt mit meiner Laufpose. Ja, da oben ist ein Stopper irgendwo dran, ne? Habe ich schon mal alles soweit fertig. Und dann legen wir die jetzt erstmal schon mal ab. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Na, was haben wir noch? 6 Wochen? 5-6 Wochen bis Schonzeit vor Ende? Ja. Und dann geht's los, ne? Zander oder Barge. Ja, ich hatte mir eine Karte für Alten Gamme jetzt geholt. Wollen wir mal schauen, ob da mehr mit Zander geht. Das ist zwar ganz schön weit, aber wenn es sich denn lohnt. Okay. Wir wollen hier vorne bleiben. Jawohl. Ah. Gerade so über Grund, dass sie gerade so, ja. Ja, so ist das perfekt, so kann sie bleiben. So, das war Nummer 1. So, Angel Nummer 2, auch startklar. Altes Spielchen, kennt ihr ja, Made und Körbchen. Schauen wir. Oh, verschluckt. Schauen wir, schauen wir, schauen wir. Kirsche habe ich heute auch mal bereitgelegt schon, dass wir wieder ein Theater haben. Müssen die mit einer Hand auspacken, ne? So, da bleiben wir. Reicht. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal der Clip. Ja, der ist schon. Ja, der ist schon perfekt. Der sitzt schon perfekt. Vom letzten Mal, ne? Sehr schön. Dann kann das losgehen. Dann kann das losgehen. Sehr schön. Spannend. Gut. Warten wir mal aufs erste bisschen. Ja, hier passiert noch nichts. Am Pöschen mit dem Würmchen. Naja, mal schauen. Das ist ja auch nur die sekundäre Route heute, ne? Die primäre ist ja die Futterkörbchenroute. Okay. Dann warten wir mal auf den Biss und auf die ersten Kanuten, ne? Oh, meine Lieben, so schnell die Kamera jetzt nicht eingekriegt. Erster Biss und erster Fisch, so wie es aussieht. Na, was haben wir denn da? Oha, oha, oha. Ein Bretter, wa? Oh ja. Oh ja, oh der erste Brett, das hat ja nicht mal 10 Minuten gedauert hier. Kescher, wo bist du? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ging ja mal fix heute. Die sind mobil. So, so. Ah, komm. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste hier mit meiner Bückerei. Ah, da haben wir ihn doch schon. Jawohl.
Ja, nicht so ein riesiger, aber ein schöner. Ach, erster Brassen. Oh, das ging echt schnell. Sehr schön. Sehr schön. Da ist er. Oha. Nicht so riesig, aber trotzdem ein schöner Fisch, ne? Ja, knapp gehakt hier vorne in der Oberlippe. Jawohl. Habe ich vorhin 6 Wochen gesagt, bis Ende der Schonzeit. Ist doch Quatsch, jetzt sind aber noch 3. Wir haben doch schon, ja, Ende April. 23. 4. Ja, 3 Wochen oder was? 3 Wochen. Ja, wunderbar. Und dann geht das los. Mit Alexander. Hoffentlich. Ja, da war doch schon mal ein schöner Start heute Morgen hier. Mit dem Bresschen, ne? Ja, die Pose steht still. Wunderbar. Na ja, Hauptsache es beißt an einer, ne? Gezuppel wieder nur. Na, gucken wir mal lieber nach. Nix, nix, nix. Nix, nix. Alles noch dran. Hammerbiss, Hammerbiss. Und er hängt. Oh, das wird wieder ein Brassen sein. Oh, 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 ja. Seht ihr, wie er in der Spitze drin ballert? Ja, ist ein Kleiner, ne? Oder? Das ist ja keine Brasse. Oh, doch. Ja, ein etwas kleinerer, ne? Aber egal. Sehr schön. Ja, die machen Spaß an der Fiederrute. Die machen Spaß. Jawohl. Das ist Nummer 2. Oh, herrlich. Todo lob ich mir das. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Kein Riese, aber geil. Trotzdem geil. Schöner, kleiner Köhlier. Ja, Brasse Nummer 2. Nicht schlecht. Und jetzt kann man es deutlich sehen. Es beißt, es beißt, es beißt. Jetzt muss ich aber was tun. Und er hängt. Oha. Oh, scheint nicht so was Großes zu sein diesmal. Oder? Nö. Wieder so ein kleiner Brassen, ne? Aber immerhin. Ja, heute gut ab. Jawohl. Kann ja auch nicht immer nur Pech haben, ne? Komm her. Da ist er. Jawohl. Ja. Der ist noch ein bisschen kleiner wie der zweite. Aber die sind echt juckig, die Bande, jetzt. Die Jahreszeit, ne? Und macht Spaß ohne Ende, sag ich euch. Jetzt ist er hier hängen geblieben. Kescher. Ja. Werden immer kleiner. Aber trotzdem schön. Oh, er hat geschissen. Ah ja. Vor Angst, ne? Ja, armes Kerlchen. Ja. Nummer 3. Ihr werdet es nicht glauben, meine Lieben, ich habe keinen Biss erkannt und trotzdem, ich will rausziehen und gucken und da hängt er. Unglaublich. Was war das denn, ey? Das ist mir auch noch nicht passiert.
Der hämmert ganz schön rein. Oha, das wäre ja dann wohl Brassen Nummer 4. Oh ja, komisch dieser Biss. Oder besser gesagt, nicht zu sehender Biss. Na egal. Nummer 4. Das war mal wieder ein schöner. Das ist wieder ein schöner. Und einmal zeigen bitte. Ja, der ist schon wieder ordentlich, ne? Ja, schöner Fisch. Nummer 4. Wow, der Tag ist, oder der Morgen ist hammergeil. Wunderbar. Sehr geiler Tag hier heute. Nur an der Tauwurmpose ist tote Hose. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Sehr schön. Ja. Zuppel, zuppel. Und mal wieder ein komisches Gebeiße, da, zirpel, zirpel. Na ja, mal nachschauen. Fühlung, Fühlung, Fühlung. Mehr. Na ja, schauen wir. Hängt der oder hängt? Nee, hängt nicht. Okay. Ihr seht, es beißt. Ich muss handeln, ich muss handeln. Er hängt. Und er hängt. Das wäre ja dann, wenn es ein Brassen ist, was ich vermute, Brassen Nummer 5. Ja, ist wieder ein Bretter. Wunderbar. Sehr geiler Tag heute. So macht das Spaß. Ah, komm schon. Nicht abreißen. Da war er weg. Da war er weg. Schade. Das war dann wohl Nummer 5. Ja, auch das gehört dazu. Naja. Jawohl. Die durften ja nicht fehlen. Das waren allerdings die ersten heute. Nach 2 Stunden. Oha, weiß das? Hat's gerade gezubbelt. Optische Täuschung oder was? Scheiße, in so einer Situation nimmt man die Kamera raus. Da kommen doch hier eben Kanufahrer an. Da sagt die Alte, Vorsicht angeln, und der Typ sagt, ja, einfach rüberfahren, die reißen ab. Was für Pisser, Alter, was für Pisser. Ich hätte ja schon wieder austicken können hier eben, ey. Ehrlich, ey. Ich hab gleich daher geschrien, dann reiß ich euch aber auch was ab, ey. Ey, so eine Penner. Deswegen lieb ich die so, Mann, 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 Mann. Ich mach jetzt hier auch gleich einen Schuh. Nix mehr los gerade. Hab ja auch gut gefangen heute, kann man ja nicht meckern, ne? So, einpacken, meine Lieben.
Ich bin sehr zufrieden heute, wie gesagt. Also, ja, auf Taufe ging nichts. Aber es gibt echt Schlimmere. Gut, ein paar schöne Brassen gefangen, einer abgerissen. Naja, was soll's. Alles in allem ein Top-Tag. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Andi. Bye, bye.